Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie unser Tortenset Creeper gemacht wird. Eine sehr, sehr einfach zu machende Minecraft-Torte mit einem Schwierigkeitsgrad von nur 2 Schneebesen von 5 möglichen. Das Tortenset Creeper ist natürlich wie immer für Anfänger ausgelegt, kommt in einem kompletten Motiv-Tortenset zu euch nach Hause. Und in diesem Video zeige ich dir jetzt, wie diese Torte gemacht wird. Das Tortenset Creeper ist ja nun schon 2-3 Jahre bei uns im Shop. Warum jetzt unbedingt ein Update-Tutorial? Naja, es ist wie bei einem Haus oder einer Wohnung, da müssen alle 2-3 Jahre auch mal die Zimmer renoviert werden. So wollten wir es jetzt auch machen, euch neues Bildmaterial mal zur Verfügung stellen. Schwupps haben wir uns also das Tortenset Creeper nochmal zur Hand genommen, in unserer neuen Küche aufgenommen und wir durften dabei wieder feststellen, wirklich wie einfach diese Torte zu machen ist. Zudem war es uns aber auch nochmal wichtig, dass wir mal eure Kundenfotos zeigen. Das heißt, mittlerweile haben ja schon ganz, ganz viele von euch das Tortenset Creeper gemacht und wir blenden jetzt mal hier gerne eure Kundenfotos ein. Die ladet ihr ja immer ganz, ganz fleißig unter dem Produkt hoch bei den Bewertungen. Wenn du also jetzt gerade davor stehst und zögerst, ob du jetzt diese Torte schaffst, dann helfen dir diese Fotos von unseren Kunden vielleicht Mut zu fassen, dass auch du das schaffen könntest und solltest. Wir sind davon überzeugt und in diesem Video zeige ich dir jetzt also Schritt für Schritt, wie die Torte gemacht wird. Ich sehe dich also gleich. Nach einer kurzen Pause bin ich wieder zurück. Hallo, ich bin Anja von Torte mich, dem Shop und dem Kanal für die Tortensets mit der extra Portion Liebe. Wer uns nicht kennt, schaut gerne mal vorbei auf www.tortemich.com. Dort findest du eine Vielzahl an sehr, sehr pfiffigen Motivtorten, die auch du als Anfänger wirklich sehr, sehr einfach selber machen kannst. Und in diesen besagten Videos erkläre ich jetzt Schritt für Schritt, wie die Torte gemacht wird. Wir starten jetzt mit dem Tortenset Creeper durch. Und an erster Stelle sage ich dir erstmal, was im Tortenset alles enthalten ist, beziehungsweise was du halt brauchst, um diese Torte zu machen. Im Tortenset enthalten ist das Tutorial mit der extra Portion Liebe, 6 Backformen, 3 mit einem Durchmesser von 15 cm und 3 mit einem Durchmesser von 12 cm. Der Creeper Cake Topper aus robustem Acryl mit einer Dicke von 2 mm. Zwei Packungen weißen Fondant, 500 Gramm Vanillebiskuitteigmischung. 2 Packungen Vanilletortencremepulver, eine Cake Card, ein Multicutter, 3 Tuben mit Lebensmittelfarbe, einmal in Schwarz, einmal in Grün und einmal in Braun, ein Scraper und ein Döschen mit Speisestärke. Für vielbeschäftigte Mamas ist es eine super Lösung. Das heißt, du musst nicht hin und her hetzen, dir das überall besorgen, beziehungsweise auch in verschiedensten Online-Stores dann vielleicht noch verschiedenste Versandkosten bezahlen. Das Ganze kommt also bequem zu dir nach Hause. Es gibt aber 3 kühlungsbedürftige Sachen, die bitte ich dich noch zu besorgen. Du brauchst bei dieser Torte noch 7 Eier der Größe L oder 8 Eier der Größe M. Du brauchst noch 2 Stück Butter, also 500 Gramm und 200 Milliliter Milch. Und das war's auch schon. Und ein Haushaltsutensil bitte ich dich zurechtzulegen, ein Nudelholz und dann, wenn nötig, ein scharfes Messer bzw. auch gerne ein langes Brotmesser. Ihr wollt ja immer gerne einen genauen Zeitplan für das Tortenprojekt haben. Das findet ihr natürlich auch in eurem Papiertutorial. Mit dem Tortenset Creeper könnt ihr 2 bzw. auch gerne 3 Tage vorher starten. Wir machen jetzt 2-3 Tage vorher die erste Vorarbeit, sodass ihr dann nicht mehr so viel Arbeit an den Tagen zuvor habt. Als erstes nehmt ihr euch mal bitte eine der kleinen Backformen vor, denn wir müssen die Cake Card in der Größe noch zuschneiden. Dazu bitte einfach die kleine Backform auf die Cake Card legen, mit einem Stift umfahren und dann die entsprechende Größe zuschneiden. Diese zugeschnittene Cake Card brauchst du später noch, wenn wir dann die Torte stapeln. Und was du auch schon 2-3 Tage vorher machen kannst, ist einfach das Einfärben des Fondants. Das erspart dir später viel, viel Zeit. Du hast 2 Packungen Fondant in deinem Set. Diesen bitte ich dich erstmal ausgiebig durchzukneten. Dazu hast du auch Speisestärke in deinem Set. Damit bitte erstmal die Arbeitsoberfläche gut einstäuben und dann knetest du den weißen Fondant durch. Eine Packung weißen Fondant werden wir in Grüntönen einfärben und die zweite Packung Fondant dann in Brauntöne bzw. dann in ein Grau und ein Schwarz. Wir starten jetzt also mit den Grüntönen. Dazu bitte die eine Packung weißen Fondant gut kneten und dann gibst du wirklich wenige Tropfen grüne Farbe auf deinen Fondant.
Bitte sei hier erstmal vorsichtig, weil wir werden peu à peu dunkler. Wenn du schon sehr, sehr dunkel einfärbst, wird deine Torte später wirklich sehr, sehr dunkel. Deshalb also bitte mit der Farbtube ganz, ganz leicht nur so rauftupfen auf dein Fondant und dann knetest du die Farbe ein. Und wenn du ein ebenmäßiges Farbergebnis erreicht hast, dann bitte ich dich mal ein Drittel der Menge abzuschneiden. Dieser pastellige grüne Ton ist jetzt fertig und jetzt gibst du weitere grüne Farbe auf die letzten zwei Drittel deines grünen Fondants. Das heißt, wir werden sukzessive halt dunkler. Auch hier bitte nur vorsichtig immer ein bisschen rauftupfen und dann dunkler werden. Und wenn du zum Schluss auch hier mit deinem dunkleren Farbergebnis zufrieden bist, dann halbierst du bitte diese Menge nochmal. Und last but not least kommt das letzte Drittel ran. Wieder ein paar Tropfen grün auf deinen Fondant und dann gut durchgehen. Kneten. Ich sage gleich vorneweg, weil das Einarbeiten der Farbe und das Kneten, das kann ganz schön dauern. Wichtig ist nämlich, dass Fondant nicht eintrocknet. Deshalb bitte ich dich immer nach jedem Vorgang, euren Fondant, den ihr euch vorbereitet, gut in Klarsichtfolie einzurollen und dann bitte gerne in einen luftverschlossenen Container oder eine Dose zu packen. So stellt ihr sicher, dass halt noch der Fondant am Folgetag wirklich sehr geschmeidig ist und nicht austrocknet. Dann machen wir weiter mit der zweiten Packung weißen Fondant. Hier ist es so, dass du den erstmal halbierst und dann nimmst du dir das Braun, gibst auch erstmal nur leicht Braun auf deinen Fondant, bis du mit dem Farbergebnis zufrieden bist, halbierst dann diese Portion wieder und gibst auf die restliche Hälfte auch nochmal weiteres Braun rauf. Somit hast du jetzt also zwei verschiedene Brauntöne und die letzte Hälfte deines Fondants, die noch weiß ist, müssen wir jetzt erstmal leicht grau einfärben. Dazu bitte schwarz auf deinen Fondant geben und auch hier wieder die gesamte Portion dann nochmal halbieren und die letzte Hälfte dann nochmal stärker einfärben, sodass du später hier dann auch ein Schwarz hast. Auch hier bitte alles schön einpacken und dann in eine Dose packen über Nacht. Bitte habe auch im Hinterkopf, dass die Farbe über Nacht nochmal anziehen wird. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, ist noch ein bisschen pastellig, dann warte erstmal, schau dir das Farbergebnis am nächsten Tag an, ob du damit zufrieden bist. Du kannst ja zur Not auch am Folgetag nochmal nachfärben, einzelne Portionen, wenn du noch nicht ganz zufrieden bist. Somit haben wir jetzt die Aufgaben abgeschlossen. Wir haben die K-Card fertig und wir haben uns den Fondant vorbereitet. Das kannst du halt, wie gesagt, schon drei Tage vorher machen. Kannst du auch schon vier Tage vorher machen. Dann backen wir jetzt nur noch. Das kannst du, wie gesagt, zum Beispiel zwei Tage vorher machen. Dazu nimmst du dir bitte deinen Biskuit aus deinem Set. Rührst den bitte an mit den Eiern und dem Wasser. Die genauen Angaben findest du auch nochmal in deinem Papiertutorial. Hier können wir es nicht oft genug sagen, dass du bitte ausgiebig rührst und mixt. Bitte hier wirklich Geduld bewahren, bitte hier dranbleiben. Zum Schluss muss dein Teig A an Volumen gewonnen haben. Das heißt, du musst in deiner Schüssel wirklich das Doppelte an Menge jetzt dann haben durch das starke Rühren. Plus die Farbe deines Teiges sollte sich auch verändert haben. Anfangs, wenn du anfängst langsam zu mixen, zu rühren, ist das ja noch ein leicht beigeiger Ton. Und nach dem sehr langen Schlagen, sage ich mal 8 bis 10 Minuten auf höchster Stufe, wird die Farbe deines Teiges weiß geworden sein. Erst dann ist dein Teig auch fertig. Dann zum Schluss fehlt natürlich nur noch das Markenzeichen von Torte Mich, eine kleine Gelinggarantie, und zwar die extra Portion Liebe. Die hängt dein Tutorial noch an. Die bitte noch reinrieseln lassen. Gibt dir auch noch mal einen kleinen mentalen Push. Denn mit der extra Portion Liebe, bin ich mir sicher, wird deine Torte voller Liebe, aber auch ein voller Erfolg sein. Dann können wir das Ganze jetzt in den Backofen schieben. Bitte vorher gut vorheizen auf 160 Grad Ober- und Unterhitze. Auch hier möchte ich nochmal ganz wichtig betonen, dass du nur Ober- und Unterhitze benutzt. Keine Heißluft, keine Umluft. Und bitte auch gut vorheizen, bevor die einzelnen Formen in den Backofen gehen. Die einzelnen Füllmengen findest du auch in deinem Papiertutorial, also wie viel in die kleinen gefüllt werden sollte und wie viel in die großen gefüllt werden sollte, sodass du dann auch ein gleichmäßiges Ergebnis dann zum Schluss erzielst. Sieht ja dann doof aus, wenn ein Boden nur so aussieht und der andere so, sieht im Anschnitt einfach mindestens nicht schön aus. Das Ganze wird jetzt also gebacken. Auch die Backzeiten findest du logischerweise noch in deinem Papiertutorial. Bevor du die Böden rausholst, kannst du aber gerne natürlich nochmal die Stäbchenprobe machen. Dann die Böden bitte langsam rausholen. Und dann sollte sich bei allen eine gute Haube gebildet haben. Wenn du magst, kannst du sie jetzt schon abnehmen. Wenn der Kuchen in der Form natürlich ein bisschen abgekühlt ist, nimm sie jetzt ab. Geh einfach mit einem langen Brotmesser oben entlang. Dazu gibt dir einfach der obere Rand deiner Schale eine gute Führung.
Das Ganze kannst du aber auch noch am Folgetag machen, weil in diesen Backformen jetzt so viel Teig drin ist, dass diese Haube auch am nächsten Tag, selbst wenn es ein bisschen gesunken ist, noch bestehen bleiben wird. Das Ganze hat einfach den Vorteil, dass deine Böden wirklich sehr, sehr gerade auch oben sind und dadurch auch ein sehr gerades Stapeln deiner Torte gewährleistest. Last but not least sieht es auch schön im Anschnitt aus. Man sieht also nicht diese bräunliche Haube, sondern wirklich nur weißliche, schöne Böden. Und damit sind wir jetzt auch schon durch. Pack jetzt bitte die Backformen in Klarsichtfolie und stell das Ganze gerne über Nacht in den Kühlschrank. Durch das Stellen in den Kühlschrank saugen sich die Böden nochmal mit leichter Luftfeuchtigkeit voll. Das heißt, das Lösen aus der Form ist am nächsten Tag einfach einfacher, als wenn du es am gleichen Tag machst, wenn die Böden gerade aus dem Backofen gekommen sind, natürlich abgekühlt, dann kleben sie manchmal noch ein bisschen dran. Aber mit einer Nacht im Kühlschrank ist das Lösen deiner Böden aus der Form am nächsten Tag ein Kinderspiel. Dann weiter zu einem Tag vorher auf dem Zeitstrahl. Wir beginnen morgens jetzt mit der Tortencreme. Dazu bitte ich dich rechtzeitig, die 2 Stück Butter aus dem Kühlschrank zu holen. Die müssen wirklich auf Zimmertemperatur warm, matschig, weich werden sozusagen. Erst dann lassen sie sich gut verarbeiten. Diese packst du dann bitte in den Mixer. Auch hier erstmal mit dem Mixer gut mixen, die reine Butter. Und auch hier ist es so, dass du erst nach einer Zeit sehen wirst, dass sich die Farbe deiner Butter verändert. Auch von einem beigen Ton in einen sehr weißen Ton und auch die Konsistenz wird anders sein. Also sie wird eher dann samtig sein. Es sieht jetzt schon trügerisch aus wie eine schöne samtige Creme, aber ist natürlich noch reine Butter. Jetzt wollen wir dem Abhilfe schaffen. Du hast 2 Beutel Tortencreme in deinem Set. Diese bitte langsam reinrieseln lassen und sukzessive erstmal auf kleinster Stufe gut vermengen, dann auch hier auf die höchste Stufe deines Mixers gehen und das Ganze gut verrühren. Und nach guten 5 bis 6 Minuten gibst du bitte langsam deine 200 Milliliter Milch hinzu. Auch dieses gut vermengen. Auch hier jetzt nochmal auf die höchste Stufe gehen für 3-4 Minuten und dann ist deine Tortencreme fertig. Wer mag, kann gerne aus unserem Shop noch Aromapasten wählen. Die absoluten Renner sind bei uns wirklich die Erdbeer und die Himbeer. Wir haben aber auch noch Walnuss, wir haben Latte Macchiato, Kirsche haben wir glaube ich noch da. Wir haben zahlreiche Pfirsich-Maracuja zum Beispiel, wird auch gerne genommen. Wenn du sagst, ich möchte jetzt aber zum Beispiel meiner Tortencreme noch eine schöne Fruchtnote geben, kannst du hier bitte noch Aromapaste zu deiner Tortencreme hinzugeben. Und zu guter Letzt müssen wir aber natürlich die Tortencreme noch einfärben. Dazu hast du ja die grüne Tortencreme in deinem Set. Bitte auch hier erstmal peu à peu Tortencreme zugeben und auch hier bedenken, dass die Farbe deiner Tortencreme später an deiner Torte durch das Abziehen leicht dunkler wird, also intensiver wird. Wenn deine Tortencreme fertig ist, dann teile sie dir jetzt mal gedanklich ein. Den einen Teil benutzen wir jetzt zum Stapeln deiner ganzen Böden und den anderen Teil benutzen wir zum äußeren Eindecken deiner Torten. Und bevor wir jetzt wirklich Stapelmeister spielen können, müssen wir natürlich noch die Böden aus deinen Formen lösen. Hol dir bitte deine Kuchen aus dem Kühlschrank. Löse jetzt bitte die Kuchen aus deiner Form. Wie gesagt, wenn die Kuchen eine Nacht im Kühlschrank lagen, dann muss man einfach nur an der Form ein bisschen wabbeln und das Ganze einreißen. Wenn notwendig, kannst du natürlich aber auch nochmal mit einem scharfen Messer hier rumgehen und dann alle 6 Böden lösen. Die obere Haube solltest du ja vorher schon abgenommen haben. Wenn nicht, bitte jetzt nochmal vorher dran denken, bevor du die Böden rausholst aus der Form. So, und dann lass uns jetzt starten. Besorge dir bitte jetzt schon eine Tortenplatte, auf die du jetzt deine Torte auch wirklich bauen möchtest. Wir benutzen dafür immer Cake Drums Cakeboards. Klassiker hier sind wirklich das schwarze Cakeboard bzw. das schwarze marmorierte Cakeboard. Da ich immer mit dazu genommen. Sieht auch wirklich sehr, sehr schön aus. Passt farblich sehr, sehr gut. Jetzt gibst du bitte etwas Tortencreme auf die Mitte deines Cake Drums, deines Cakeboards, deiner Tortenplatte, wofür auch immer du dich entschieden hast und legst jetzt bitte den ersten großen Boden auf. Durch das Auflegen jetzt des Bodens und dann später in den Kühlschrank stellen, haftet das Ganze gut an dem Cakeboard und ruckelt später nicht mehr. Das hilft dir sehr beim Eindecken später deiner Torte. So, und jetzt stapeln wir einfach Boden, Tortencreme, Boden, Tortencreme. Du hast ja die 3 großen Böden, die müssen jetzt einfach übereinander gehen. In vielen Videos erklären wir schon, was du jetzt hier noch zwischen die Böden oder die einzelnen Ebenen gerne legen kannst. Ganz einfach wäre es, wenn du dir jetzt frisches Obst nimmst und hier gerne noch Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren, was auch immer du da möchtest, dazwischen legst. Wir haben aber auch Videos aus unserer Serie How to Pimp Your Torten Set, wo wir Ideen für Geschmacksabwandlung geben. Zum Beispiel einen Pina Colada Style haben wir da. Wir können jetzt auch eine Smarties Überraschung machen. Das hat jetzt nicht mit Geschmack zu tun, sondern mit einem inneren Kern, einem Überraschungskern.
den Donauwelle-Style haben wir schon, Jogurette-Style. Schau dich mal auf unserem YouTube-Kanal gerne um. Hier im Video stapeln wir klassisch Bohnentortencreme, Bohnentortencreme. Wenn du damit fertig bist, geht das Ganze erstmal so in den Kühlschrank. So kann das Ganze jetzt erstmal Halt finden, weil das Ganze erkältet und dadurch erstarrt und das Ganze sozusagen kompakter sich zusammenhält. Dann machst du bitte weiter mit den kleinen Böden. Hier ist es ja so, dass du dir schon vor Tagen die kleine K-Cut vorbereitet hast. Die brauchen wir jetzt als Untergrund für die kleinen Böden, weil wir setzen ja diesen kleinen Tortenteil später auf die große Torte um. Das Ganze muss von unten gestützt werden und dazu brauchen wir unten einen festen Untergrund, also diese K-Cut. So, gib also bitte etwas Tortencreme jetzt auf deine K-Cut. Ich würde dir auch empfehlen, unter deine K-Cut etwas Tortencreme raufzugeben, die K-Cut raufzulegen, die K-Cut einzustreichen und dann den ersten kleinen Bohnen aufzulegen. Wir müssen das Ganze zwar nachher noch lösen, aber es ist einfach einfacher, auch diesen kleinen Tortenteil später einzustreichen, wenn das nicht so wackelt. Auch hier also gleiches Prinzip, du legst den kleinen Bohnen auf, dann kommt Tortencreme rauf, nächsten kleinen Bohnen, bis du dann alle drei gestapelt hast. Und dann geht das Ganze in den Kühlschrank. Zwischenzeitlich kannst du jetzt da wieder deine große Torte rausholen und wir machen jetzt weiter mit dem Crumb Coating. Das heißt, du hast jetzt vielleicht den ersten Teil deiner Tortencreme aufgebraucht. Wenn hier noch was übrig ist, kannst du das natürlich jetzt in den anderen Pot deiner Tortencreme mit dazu nehmen und du streichst jetzt bitte äußerlich Creme auf deine Torte. Du brauchst erstmal nur eine dünne Schicht. Vergleichsweise bei Frauen ist es so ein bisschen wie der Primer unter dem Make-up. Man sollte eine schöne Oberfläche schaffen, dass alles, was da drüber kommt, wirklich schön aussieht, gut Halt hat, schon mal vorher ein bisschen ausgeglichen ist. Und so ist es auch beim Crumb Coating. Das heißt, hier wird noch nichts wirklich super, super schön gemacht, aber wir schaffen erstmal eine glatte, glatte Oberfläche, die es uns später erleichtert, weitere Tortencreme raufzugeben und das Ganze besser auszugleichen. So. Wenn du mit dem Crumb Coating fertig bist, geht dieser Tortenteil wieder in den Kühlschrank. Du nimmst dir deine kleine Torte vor, machst genau das Gleiche. Bitte leicht Tortencreme raufgeben. Und wenn wir mit diesem ersten Durchgang fertig sind, dann gibst du jetzt im nächsten Schritt ausgiebig Tortencreme auf deine Torte. Ganz, ganz wichtig ist aber, dass die vorherige Schicht gut ausgekühlt ist. Wenn es darunter noch matschig ist und du ungeduldig bist mit den Kühlzeiten, dann wird es jetzt nicht funktionieren, sondern das Ganze funktioniert nur, wenn das Crumb Coating wirklich ausgehärtet ist. Gib also ausgiebig Tortencreme jetzt auf das Äußere deiner Torten, natürlich auch oben auf deinen Torten. Und dann, wenn du einmal rundherum bist, dann hast du deinen Scraper im Set. Und idealerweise hast du auch einen Drehteller, das erleichtert dir das Ganze etwas. Und jetzt ziehst du überschüssige Creme ab. Und wenn du einmal rundherum bist, dann bin ich mir sicher, dass deine Torte schon schicker aussieht, ein bisschen ausgeglichener, ein bisschen ebener. Aber sie wird sicherlich noch nicht perfekt sein. Kein Problem, das machen wir im nächsten Durchgang. Dazu müssen die Torten aber immer wieder in den Kühlschrank, dass die Schichten aushärten können, auskühlen können, bevor dann die nächste Schicht drauf kam. Das heißt, du wirst selber für dich sehen, wo, an welchen Stellen muss ich denn noch zusätzlich Tortencreme raufgeben, damit das Ganze wirklich schön gerade wird und wir jetzt einen wirklich geraden Zylinder bauen. Mit dem oben deiner Torten verkehrst du natürlich genauso, auch hier Tortencreme raufgeben und dann immer mit dem Scraper abziehen. Und dann solltest du zum Schluss zwei gerade glatte Zylinder haben. Und das letzte Feintuning machen wir mit Hilfe heißem Wasser. Und idealerweise hast du eine Winkelpalette, weil die hat einen schönen Winkel, damit lässt sich es einfacher arbeiten. Tauche bitte die Winkelpalette oder dann halt aber auch ein Buttermesser in warmes Wasser und geh nochmal um das Äußere deiner Torte herum. Im Video sieht man es jetzt nicht so gut, aber dadurch wird die Oberfläche nochmal wirklich sehr, sehr glatt. Und das Ganze hat auch nochmal den Vorteil in vielen Fällen, dass die Farbe deiner Tortencreme auch nochmal anzieht. Das heißt, sie wird dunkler. So, wenn du also mit beiden Tortenteilen fertig bist, ist es wichtig, dass du sie wirklich jetzt in den Kühlschrank stellst und gut kühlen lässt. Und wir können uns jetzt weiter um den Fondant kümmern. Da hast du ja schon ein Stück Vorarbeit geleistet und den gut eingefärbt. Wir müssen uns jetzt diese ganzen Quadrate ausstechen. Dazu hast du glücklicherweise einen Multicutter in deinem Set. Das erleichtert dir das Ganze. Nimm dir jetzt also deine einzelnen Farbportionen vor und wir rollen die aus. Wichtig ist, dass alle Farbportionen auf die gleiche Dicke ausgerollt werden, weil das sieht nicht schön aus, wenn dann irgendwie grün neben braun ist und das eine ist ein bisschen dünner als das grüne.
Und hier kannst du Abhilfe schaffen, indem du dir jetzt zwei Haushaltsgummis nimmst und die jeweils um die Enden deines Nudelholzes mal rumlegst. Und dadurch ergibt sich ja eine gleichmäßige Höhe durch diese Haushaltsgummis. Und wenn du jetzt den Fondant ausrollst, wirst du bei allen deinen Fondantfarben gleichmäßig ausrollen, also immer um die gleiche Höhe. Und zwar sprich die Höhe deiner Haushaltsgummis. Zum Ausrollen ist es natürlich wichtig, dass du vorher immer Speisestärke auf deine Arbeitsoberfläche gibst. Und wenn du deinen Fondant ausgerollt hast, dann nimmst du deinen Multikerter, stichst ihn bitte in die jeweilige Farbportion, rüttelst an dem Ganzen mal so ein bisschen, so wie du es im Video siehst. Damit stellst du auch nochmal sicher, das Ganze hat sich auch von der Arbeitsoberfläche gelöst und klebt jetzt hier nicht irgendwie dran. Und jetzt empfehle ich dir, nicht mit dem Finger reinzugehen und die ganzen einzelnen Quadrate irgendwie so ein bisschen rauszustechen, sondern die ganzen Quadrate rauszuschlagen. Dadurch verhinderst du einfach, dass du irgendwelche Abdrücke von Fingernägeln oder halt von Fingern auf deinen Quadraten hast. Wenn das Rausschlagen nicht so gehen sollte, dann drehe deinen Cutter mal um, geh nochmal an diesen entsprechenden Konturen entlang mit dem Finger und dann sollte das Rausschlagen einfacher gehen. In deinem Papiertutorial haben wir dir reingeschrieben, wie viele Quadrate du pro Farbportion ausstechen solltest. Das haben wir mal ein bisschen kalkuliert, wie es für deine Torte reichen sollte. Es ist auch kein Problem, wenn die Quadrate jetzt so ein bisschen liegen, weil dieses Ausstechen dauert auch etwas Zeit. Und dabei wirst du sehen, dass gerade die ersten Quadrate, die schon fertig sind, etwas antrocknen. Das ist aber kein Problem. Dadurch bekommen sie eine gute Stabilität und es macht es dir einfach, die ganzen Quadrate dann an die Torte ranzudrücken. Und bevor wir jetzt das typische Minecraft-Muster an der Torte anlegen, müssen wir die Torte natürlich noch stapeln. Dazu hol dir bitte beide Tortenteile aus dem Kühlschrank. Du hast zwei dicke Stäbe, Strohhalme in deinem Set. Diese bitte in deinen größeren Tortenteil oben einführen, so wie du es jetzt im Video siehst. Wir müssen sie natürlich jetzt noch kürzen. Dazu bitte, nachdem du sie tief und bis zum Boden reingeschoben hast, kurz mal etwas rausziehen an der entsprechenden Stelle abschneiden und dann wieder reinstecken in die Torte, sodass das obere Ende deines Strohhalms auch mit dem oben deiner Torte dann endet. Und wenn du das gemacht hast, gibst du etwas Tortencreme auf die Stelle, wo jetzt deine obere kleine Torte sitzen wird. Das Ganze dient jetzt auch nochmal als Kleber. Und dann nimmst du dir bitte deinen kleinen Tortenteil, löst den bitte von deinem Behelfsboard und setzt jetzt idealerweise zentriert die kleine Torte auf die größere Torte. Du wirst sehen, es gibt jetzt zwischen dem kleinen Teil und dem größten Teil idealerweise nur einen minimalen Abstand. Wer jetzt wirklich sehr, sehr genau ist, der kann jetzt hier nochmal leicht mit Tortencreme um diese Naht gehen und das Ganze auffüllen. Alternativ kannst du jetzt auch ein bisschen optisch spielen, indem du die Quadrate, wir arbeiten ja von oben nach unten, etwas höher ansitzt und damit sozusagen die Naht zwischen der kleinen Torte und der großen Torte etwas verdeckt. Wichtig ist aber, dass du diese zusammengebaute Torte jetzt noch mal in den Kühlschrank stellst, damit das Ganze auch noch mal Halt bekommt. Und nach guten, sag ich mal, 15 Minuten, 20 Minuten können wir jetzt das Muster anlegen. Wichtig ist dass du dir bitte das vorne deiner Torte raussuchst und dann auch dort startest. Das heißt, wir arbeiten von vorne, links und rechts, beidseitig nach hinten. Hat den Hintergrund, dass wir, wenn wir hinten ankommen, mit hoher Wahrscheinlichkeit deine letzte Quadratspalte nicht ideal reinpassen. Das heißt, du musst zuschneiden. Ich denke, du würdest vermeiden wollen, dass gerade dieser Tortenteil, der eigentlich idealerweise schon gerade ist, schön aussieht von vorne, jetzt ein bisschen misslungen aussieht, weil hier ein kleiner Verschnitt drin ist. Das heißt, du fängst jetzt einfach an mit dem Andrücken deiner Quadrate, indem du das an die Torte rangibst. Aber das ist hier von oben nach unten, links und rechts beidseitig nach hinten. Wir haben das Farbmuster so gewählt, wie du es im Video siehst, haben uns also immer von den Grüntönen bis in die dunkleren Braun- und dann Grau-Schwarz-Bereiche vorgearbeitet. Wie du das Muster legst, ist dir natürlich freigestellt. Und wenn du rundherum bist, hatte ich ja schon gesagt, musst du den Verschnitt hinten zuschneiden. Das gleiche gilt auch sicherlich für den unteren Boden. Auch hier kann es sein, dass du natürlich mit der Höhe deiner letzten Reihe genau andockst. In den meisten Fällen musst du aber nochmal zuschneiden und dann hier nochmal die Quadrate setzen. Was ich vergessen hatte zu sagen, ist, dass du dir bitte vorher noch 5 der schwarzen Quadrate bitte beiseite legst. Die brauchen wir noch für das Gesicht des Creepers. Die solltest du jetzt bitte auf deinem unteren Tortenteil nicht benutzen. Ja, und wenn du rundherum bist, dann geh das Ganze kurz mal in den Kühlschrank. Das kannst du natürlich auch zwischendurch immer mal machen, in den Kühlschrank stellen, weil du wirst sehen, dass das Ganze immer mal ein bisschen weicher wird durch die Zimmertemperatur. Und es ist besser, wenn
die Quadrate Halt bekommen durch das Auskühlen im Kühlschrank. Und wenn du rundherum bist, dann sind wir schon fast am Ende. Jetzt müssen wir nur noch das Gesicht des Creepers bauen. Dazu bitte deine 5 Quadrate so zuschneiden, wie du es hier im Video siehst und so an die Torte anbringen, wie du es im Video siehst. Wenn dir das zu schnell ist, auch kein Problem. Du siehst es aber auch nochmal ganz genau in deinem Papiertutorial. Tja, und was soll ich sagen? Übrig bleibt jetzt eigentlich nur noch fast das Herzstück deiner Torte, dem Tortenset Creeper. Das ist der Cake Topper. Mit dem schönen Schwert. Das ist ein Acrylcake-Topper mit einer sehr guten Dicke. Das ist mindestens 2 mm dick, wenn ich mich nicht täusche, 2,5 sogar. Den müsstest du oben nur noch einführen. Evola und deine Minecraft-Torte für Anfänger ist somit fertig. So, wenn du die Torte gemacht hast, dann hoffe ich, dass dieses Tutorial leicht verständlich war und du das Ganze gut nachmachen konntest. Wir freuen uns immer, wenn ihr unter dem Video auch gerne mal Fotos postet. Aber ladet auch gerne, hatte ich ja schon auch mal gesagt, eure tollen Fotos gerne auch unter dem Produkt im Shop hoch. So können dann auch andere mal sehen, wie es bei anderen gelaufen ist und wie es aussah. Gerne auch mit ein paar Worten. Ihr helft damit anderen Usern auch Mut zu finden, dann mal so eine Motivtorte zu machen. Ich bin am Ende dieser Anleitung. Wenn du eine Mama kennst, die gerade dringend eine Minecraft-Torte machen muss, dann leite dieses Video gerne weiter. Wer uns auf Social Media folgen möchte, findet uns auf Instagram, auf Facebook, bisschen auf TikTok, logischerweise hier auf YouTube und auf Pinterest. Dann sehe ich dich hoffentlich beim nächsten Tutorial. Ich sage Tschüss, deine Anja von Torte mich.